Heute bin ich aber schlecht gelaunt. Sowas von schlecht gelaunt, das ist schon richtig gefährlich, dachte sich der Dachs, als er eines Morgens aufwachte. Und was tut man, wenn man mit schlechter Laune aufwacht? Man bleibt am besten zu Hause oder vielleicht gar im Bett. Das hält auch der Dachs für eine gute Idee. Aber dann fällt ihm ein, es macht ja noch mehr Spaß, wenn die anderen wissen, dass man schlechte Laune hat. Also macht sich der Dachs auf den Weg in den Wald. Er begegnet dem Waschbären, dem Hirschen, dem Fuchs und anderen Tieren und er lässt sie seine schlechte Laune so richtig spüren. Dabei wird er immer fröhlicher, das Tagwerk geht ihm gut von der Hand und seine Laune steigt. Doch als er nach getaner Arbeit seine Freunde besuchen möchte, stellt sich heraus, dass die plötzlich auf den Dachs gar nicht mehr gut zu sprechen sind. Oh weh, wie kommt der Dachs da nur wieder raus? Doch da hat er eine zündende Idee. Er lädt alle Tiere ein zu einem Fest der schlechten Laune. Gute Laune verboten. Und was macht man auf einem Fest der schlechten Laune? Zum Beispiel böse gucken oder unfreundlich guten Morgen sagen oder einfach gefährlich fauchen. Keine Frage, das Fest wird ein voller Erfolg. Und wer hat die beste Laune? Na klar. Der Dachs. Dieses Buch von Moritz Petz und Amelie Schakowski ist 2004 im Nord-Süd-Verlag erschienen. Ein schicksalshaftes Jahr, in dem der Verlag kurz vor der Insolvenz stand. Die Gründerfamilie Sidjanski ist damals als Teilhaber ausgeschieden und eine Investorengruppe rund um den Hamburger Oettinger Verlag hat versucht, den Verlag wieder auf gesunde Beine zu stellen. Wir haben wenige Informationen, unter welchen Bedingungen damals die Bücher erschienen sind. Einige Produktionen scheinen sich verzögert zu haben, aber vor allem hatten es die Bücher schwer, die notwendige Aufmerksamkeit zu bekommen. Umso erstaunlicher ist es, dass zwei Perlen aus diesem Programm heute zu den Leuchttürmen des Verlagsprogramms zählen. Allerdings hat ihre Entdeckung jeweils einen zweiten Anlauf gebraucht. Das Bilderbuch wurde 2009 von einer Papp-Bilderbuchausgabe abgelöst. Und 2013 haben wir eine kleine Bilderbuchausgabe neu auf den Markt gebracht, die den Titel erst so richtig populär gemacht hat. Inzwischen wurde von dieser Ausgabe weit über 100.000 Exemplare verkauft. Und weil wir in einem Jubiläumsjahr sind, haben wir beschlossen, diese ursprüngliche große Bilderbuchausgabe wieder neu aufzulegen. Man glaubt es kaum, aber obwohl Moritz Petz und Amelie Schakowski seit fast 20 Jahren Bücher zusammen machen, haben sie sich noch nie persönlich kennengelernt. Moritz Petz lebt am Bodensee und Amelie Schakowski an der Côte d'Azur. Allerdings hat Amelie neuerdings auch gelegentlich in Graubünden beruflich zu tun, da sie für uns die Reihe Can und Çaçan illustriert. Den jüngsten Höhenflug hatte das Buch 2020 im ersten Lockdown. Plötzlich schien das Thema schlechte Laune wieder in den Familien eine große Rolle zu spielen. Ich erinnere mich an zwei Schwestern, die sich gelegentlich in die Haare bekamen, aber ihren Zwist sehr schnell beigelegt hatten, wenn die eine die andere fragte: Hat der Dachs halt schlechte Laune? Ich kenne kaum ein Buch, das zum Vorlesen und zum Nachspielen so viel Spaß macht. Und meine Laune hat sich auch verbessert. Also, bis bald!